Hallo, ich bin Elienix. In diesem Video zeige ich euch einen Mod für wunderschöne Hochzeiten. Viel Spaß! Der Mod, den ich euch heute vorstelle, das ist der My Wedding Mod von Caradriel. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Diesen Mod gibt es tatsächlich schon ein paar Monate, aber durch die ganzen Spiel-Updates im Zusammenhang mit dem neuen Erweiterungspack hat er dann eine Zeit lang nicht mehr richtig funktioniert. Aber jetzt wurde er geupdatet und funktioniert wieder. Also für alle, die sich das Hochzeitsgeschichten-Erweiterungspack noch nicht kaufen möchten, ist dieser Mod eine perfekte Alternative. Mit dieser Mod könnt ihr realistische Hochzeiten abhalten, eure Sims können die selbst planen und ihr könnt auch in die Flitterwochen fahren. Aber das alles und noch viel mehr zeige ich euch jetzt gleich. Wie immer bin ich heute bei meiner Familie Smith und zwar bin ich heute bei Maya. Einige von euch werden Maya vermutlich schon aus meinem Video über die besten Mods für Teenager kennen und ja, sie ist mittlerweile tatsächlich eine junge Erwachsene geworden. In diesem Video habe ich ja unter anderem den Simda Dating Mod vorgestellt und dank diesem hat sie ja Patrick Schäfer kennengelernt. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird sie Patrick auch in diesem Video heiraten. Und deshalb werden wir ihn jetzt gleich einmal einladen. Patrick ist jetzt bei uns angekommen. Er ist leider sehr traurig. Ich hoffe, dass mein Plan trotzdem funktioniert. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch ein wenig an ihrer Beziehung arbeiten. Und dann werden wir die beiden so schnell wie möglich verloben. Die ganzen Interaktionen vom Mod werden nämlich freigeschaltet, sobald eure Sims miteinander verlobt sind. Dann wird Maya ihm jetzt einen Heiratsantrag machen. Ich hoffe, dass er ihn annimmt. Schauen wir, was passiert. Sehr gut, er nimmt ihn an und jetzt ist Maya mit Patrick verlobt. Dann können jetzt die Hochzeitsvorbereitungen starten. Also, einerseits, wenn ihr auf euren aktiven Sim klickt, dann seht ihr hier jetzt meine Hochzeit. Hier haben wir zum Beispiel unter legale Dokumente, Heiratsurkunde ausfüllen und einreichen, gehen Sie zum Rechtsberater, dann haben wir die Hochzeits-App, hier können wir Hochzeitsreservierungen treffen, hier können wir zum Nagelstudio gehen, zum Schönheitssalon, Friseur, Hochzeitsplaneragentur, Make-up-Salon. Oder man kann sich eben auch eine Hochzeitslocation mieten. Dann gibt es hier noch Simbook. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das sowas wie ein soziales Netzwerk für Personen, die eben heiraten werden. Und da könnt ihr euch über den Computer registrieren. Außerdem gibt es dann noch die Option Hochzeitsplaner. Hier können wir zum Hochzeitsshowroom gehen, wir können zur Hautpflege gehen, das Hochzeitsoutfit planen und das Hochzeitskleid anprobieren. Das waren jetzt die Interaktionen, die ihr ausfüllen könnt, wenn ihr auf euren aktiven Sim klickt. Aber es gibt noch viel mehr Optionen, die Maya gemeinsam mit Patrick ausfüllen kann. Und zwar sehen wir auch hier wieder meine Hochzeit. Dann sehen wir hier einmal wieder legale Dokumente. Also sie kann Patrick bitten, den Ehevertrag zu unterzeichnen. Sie können über einen Ehevertrag diskutieren. Hier unter Hochzeitsgesellschaft können sie über die Hochzeitsgästeliste sprechen, über Hochzeitsvorbereitung, über das Hochzeitsbudget, generell über das Hochzeitsthema, generell über die Hochzeit. Dann haben wir hier noch Hochzeitsplaner. Hier können wir über einen Weinspezialisten reden. Sie kann ihren Partner darum bitten, in den Hochzeitssalon zu gehen. Sie kann ihn darum bitten, gemeinsam zum Zeremonieprozess zu gehen. Sie kann ihn bitten, gemeinsam Schmuck auszusuchen, gemeinsam zur Bäckerei zu gehen oder zur Cateringagentur. Also wie ihr seht, ihr könnt wirklich jede Menge Sachen machen. Als erstes hätte ich gesagt, besprechen wir einmal ein paar Dinge mit Patrick. Und zwar, wir werden jetzt als erstes über Hochzeitsgesellschaft sprechen. Und zwar sprechen wir jetzt einmal über das Hochzeitsbudget, dann generell über die Hochzeit und dann einfach noch einmal auch über die Hochzeitsgästeliste. Und dann warten wir einmal ab, was jetzt passiert. Also jetzt besprechen Sie eben das Hochzeitsbudget. Sie haben sich für eine kleine Hochzeit entschieden, wegen Hochzeitsbudget. Maya fragt sich, ob eine kleine Hochzeit gut wäre. Sie könnten weniger Leute einladen, aber es wären nur die wesentlichen Leute. Das klingt tatsächlich auch sehr nach den beiden. Ich habe mir auch eher eine Casual-Hochzeit vorgestellt. Jetzt haben sie über die Hochzeitsgästeliste diskutiert. Unentschlossene Platzierung. Wo soll der Onkel von Maya untergebracht werden? Und ihre Tante und ihre Großcousine? Noch nichts ist entschieden. Also man merkt, eure Sims kann diese Vorbereitung auch ein wenig stressen. Jetzt schauen wir uns einmal die Optionen unterm Hochzeitsplaner an. Ich hätte gesagt, sie gehen jetzt einfach einmal gemeinsam in einen Hochzeitssalon. Normalerweise verschwinden sie jetzt dann einfach in ein Rabbit Hole. Genau, sie sind jetzt im Hochzeitssalon. Das Ganze kostet 45 Simoleons. Die beiden sind wieder da und Maya hat jetzt folgende Stimmung. Viele Ideen aus dem Salon. Der Besuch der vielen verschiedenen Stände im Hochzeitssalon brachte Maya viele interessante Ideen. Und jetzt werden wir uns dieses Simbook genauer ansehen. Das findet ihr unter Kontakte knüpfen. Und hier können wir jetzt ein Simbook-Konto erstellen. Und jetzt schauen wir nochmal, welche Interaktionen wir jetzt haben.
also unter Kontakte knüpfen, Simbook. Wir können Hochzeits-Simbook-Gruppe lesen, Hochzeitsliste erstellen und veröffentlichen, Simbook-Seite durchsuchen, Simbook-Seite von Maya. Ich klicke mal auf Simbook-Seite durchsuchen und dann werden wir noch in der Simbook-Hochzeitsgruppe lesen. Und zum Abschluss werden wir auch noch eine Hochzeitsliste erstellen und veröffentlichen. Neue Inspiration von Simbook-Konto. Maya hat sich gerade bei Simbook registriert. Sie hat Zugriff auf viele Seiten, um Ideen für die Hochzeit zu sammeln. Zu viele Farben vom Durchsehen der Hochzeits-Simbook-Seiten. Nachdem sie viele Seiten über Hochzeitsfarbentrends durchgesehen hat, stechen einige Farben heraus. Maya kann sich nicht entscheiden. Sie mag alle Farben. Sie wird mit ihrem Partner und ihren Freunden sprechen, um eine Entscheidung zu treffen. Dann haben wir noch die Stimmung keine Fantasie. Die Leute haben wirklich keine Fantasie. Alle Hochzeiten sehen gleich aus. Und keine sticht wirklich hervor. Es hat sich einfach nicht gelohnt, diese Beiträge zu lesen. Und jetzt hat sie die Hochzeitsliste erfolgreich auf Simbook veröffentlicht. Und auch hiervon hat sie eine Stimmung bekommen. Hochzeitsliste veröffentlicht. Maya hat gerade die Hochzeitsliste veröffentlicht. Alle Freunde wissen jetzt, welche Geschenke sie für sie kaufen müssen, um sie glücklich zu machen. Eine Sache hätte ich gesagt, probieren wir noch aus. Und zwar unter meine Hochzeit Hochzeitsplaner werden wir jetzt das Hochzeitsoutfit planen. Wie wir sehen, sind wir jetzt automatisch im Create a Sim gelandet und ich werde jetzt einfach bei ihr eine Abendkleidung hinzufügen und ihr ein Hochzeitskleid anziehen. Und das ist jetzt das Hochzeitsoutfit geworden. Ich habe ihr dieses Kleid angezogen und habe einfach nur schnell die Frisur geändert. Aber jetzt muss Maya sich ausruhen, denn wir werden die Hochzeit morgen in der Früh steigen lassen. Und wie wir sehen, Maya ist schon ein wenig nervös deshalb. Und der nächste Tag ist angebrochen. Um die Hochzeit nun stattfinden zu lassen, klicken wir auf Patrick und dann sehen wir hier, wir könnten ihn entweder sofort heiraten oder wir können eben die Hochzeitsfeier planen. Für formelle Hochzeitszeremonien mit Gästelisten, Schauplätzen und Punsch. Und genau das wählen wir jetzt. Jetzt kommt das Pop-up-Ereignis starten. Wähle ein gesellschaftliches Ereignis. Hier haben wir natürlich nur eines zur Auswahl und das ist die Hochzeit. Das Ganze kostet 1000 Simoleons und ihr könnt es auch als Prestige-Event abhalten. Herausforderungsbelohnungen. Zu den Goldbelohnungen gehört ein neues Küchengerät. Eine Hochzeit macht noch lange keine gute Ehe, aber sie hilft schon mal, alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Dann gehen wir hier auf Weiter. Das Brautpaar wurde schon automatisch ausgewählt, also Maya und Patrick. Das ist auch gesperrt, also das kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Dann können wir hier Gäste einladen. Wir müssen mindestens 2 Gäste einladen. Und dann werden wir Hannah einladen und dann natürlich noch ihre Familie. Dann werden wir auch noch einen Caterer organisieren und einen Mixer organisieren und einen Musiker organisieren. Und hier können wir jetzt einen Ort wählen. Ich habe mir dafür übrigens extra einen aus der Galerie heruntergeladen. Und zwar stammt die Hochzeitslocation vom Creator des Mods, also es sollte hier wirklich alles reibungslos funktionieren. Und zwar ist diese als Nachtclub gekennzeichnet und heißt My Wedding Place. Und genau dort wird unsere Hochzeit jetzt stattfinden. Wie immer startet das Ereignis sofort. Aus irgendeinem Grund hat Maya jetzt ein anderes Kleid an. Ich habe keine Ahnung warum, aber wir ziehen sie einfach schnell um. Outfit wechseln und das Brautkleid. Perfekt. Wie bei jedem anderen Event haben wir jetzt auch hier Aufgaben. Das Hauptziel ist natürlich heiraten. Dann müssen wir noch einem Gast fürs Kommen danken, Gäste die Zeremonie ansehen lassen und etwas trinken. Maya wird jetzt einfach mal ihrer Mutter danken, dass sie gekommen ist. Und dann werden wir dort hinten bei der Bar etwas zu trinken bestellen. Das Flirten haben wir jetzt abgeschlossen und Maya trinkt auch gerade schon ihr drittes Getränk. Also auch das dürfte bald abgeschlossen sein. Maya ist jetzt übrigens auch betrunken. Das war natürlich nicht so beabsichtigt, aber das ist jetzt einfach passiert. Gut, dann müssen wir noch etwas essen, aber ich denke, wir sollten davor heiraten. Und zwar werden wir jetzt hier Patrick Schäfer heiraten. Und jetzt heiraten die beiden gerade. Leider sieht von unseren Gästen nicht wirklich jemand zu, aber ja, das ist halt leider bei den Sims 4 Hochzeiten so. Aber wenigstens scheinen sie langsam zu kommen und sich wenigstens ein bisschen dafür zu interessieren. Was für eine wunderschöne Zeremonie. Patrick tauscht das Gelübde mit Maya aus. Nachdem die beiden jetzt verheiratet sind, werde ich die Speisen servieren. Und zwar hat die Caterin jede Menge verschiedene Sachen gemacht und die werde ich jetzt einfach hier auf den Tisch stellen. Hier haben wir auch die Hochzeitstorte, die werde ich hier auf den Tisch stellen. Und dann werden wir jetzt die Hochzeitstorte anschneiden. Ich habe übrigens keine Ahnung, wieso die Haare von ihrem Bruder grün sind, das waren sie nicht immer. Keine Ahnung. Gut, und jetzt isst Maya das erste Stück Torte und dann müssen wir nur noch eine normale Speise essen und dann haben wir auch schon Gold erreicht.
Sie fühlt sich jetzt auch super glücklich, weil sie eben frisch verheiratet ist. Das Versprechen lebenslanger Gemeinschaft macht jeden Sim glücklich. Dann haben wir hier noch Schneider die Hochzeitstorte an, weil sie die Hochzeitstorte angeschnitten hat. Das war jetzt auch schon alles, was ich euch von dieser Mod zeigen wollte. Übrigens könnt ihr mit euren Sims jetzt auch nach der Hochzeit in die Flitterwochen fahren, aber ich wollte euch ja nicht alles vorwegnehmen. Mir ist natürlich bewusst, dass dieser Mod das Erweiterungspack Hochzeitsgeschichten nicht ersetzen kann, aber man muss auch bedenken, der Mod ist kostenlos. Und ich glaube, es geht vielen so wie mir, dass sie sich das Erweiterungspack momentan einfach noch nicht kaufen möchten. Und für all jene ist dieser Mod wirklich eine super Alternative. Also, schau beim Creator vorbei, den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung und schreib mir doch in die Kommentare, was seine Meinung zu dieser Mod ist. Dann freue ich mich auch wie immer über jedes Like und über jedes Abo und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!